Die Insta360-Link ist so neu, dass ihr heute vielleicht zum ersten Mal von ihr hört. Und wir wollen uns bei Insta360 nicht nur für die Unterstützung bedanken, sondern auch dafür, dass wir diese kleine Kamera bereits Wochen vor dem eigentlichen Release testen durften. Und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, die Cam auch mal mit den internen Kameras unserer Notebooks zu vergleichen. Und das war auf jeden Fall eine böse Überraschung, wie sich gleich noch zeigen wird. Die neue Kamera hört also, wie gesagt, auf den Namen Link und möchte Videocalls, Zoom-Meetings oder auch Online-Präsentationen auf ein neues Niveau bringen. Und wir wollten wissen, wie sie das schafft, und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Link ist eine 4K 3-Achsen-Gimbal-Webcam, welche sowohl vertikal als auch horizontal schwenken kann. Angebracht wird sie über einen ausklappbaren Fuß direkt an der Kamera, wodurch sie sich dann an jedem Standardmonitor oder Notebook festklemmen lässt. Dank 1/4 Zoll Gewinde lässt sich die Cam aber beispielsweise auch an einem flexiblen Arm oder an das kleine Dreibeinstativ montieren. Ist die Kamera aufgestellt, wird sie einfach per USB-C-Kabel mit eurem Mac oder PC verbunden. Bei uns wurde sie sofort erkannt und ließ sich auch ohne zusätzliche Software in FaceTime beispielsweise oder Zoom einbinden. Jedoch bietet euch der 360-Link-Controller diverse Einstellmöglichkeiten. Daher empfehlen wir die Software in jedem Fall, und hier wird auch schon deutlich, was die Cam alles leisten kann. Und ich zeige euch jetzt hier einfach mal die Gestensteuerung der Kamera. Wenn ich zum Beispiel meine geöffnete Handfläche in den Frame halte, dann trackt die Kamera mein Gesicht, und jetzt kann ich mich hier richtig weit bewegen. Die Kamera dreht sich mit, nicht ganz 360 Grad, aber auf jeden Fall schon ziemlich weit, und völlig egal, wohin ich gehe, auch nach unten oder nach oben, die Kamera folgt mir auf Schritt und Tritt. Auch rein- und rauszoomen könnt ihr mit euren Händen, und dazu haltet ihr einfach so ein L hier in den Frame und könnt jetzt, wenn ihr langsam nach oben fahrt, euch näher ranholen oder, wenn ihr langsam nach unten fahrt, das Bild wieder weitermachen, ohne die Kamera anfassen zu müssen oder in den Einstellungen rumzuklicken. Und würde ich jetzt etwas länger ein Peace-Zeichen in die Kamera halten, dann switcht die Kamera automatisch in den Whiteboard-Modus. Dann klebt ihr nur noch diese Aufkleber hier in die Ecken eurer Tafel oder eures Whiteboards in der Schule, zum Beispiel, wenn ihr da eine Präsentation haltet. Und die Cam, die sorgt dann dafür, dass der geschriebene Inhalt noch deutlicher für die Zuschauer zu erkennen ist. Müsst ihr Kommilitonen, Mitschülern oder Kollegen auch mal Ausdrucke oder Dokumente präsentieren, ist die Link auch in der Lage, in einen Desk-View-Mode zu wechseln und in einem 45-Grad-Winkel alles auf eurem Schreibtisch anzuvisieren. In einem zusätzlichen Desktop-Mode wären dann sogar 90 Grad möglich. Filmen kann die Link im Übrigen in diesen drei Auflösungen, also natürlich auch 4K. Wir waren natürlich gespannt, wie die Link im Vergleich zu unserer integrierten Webcam im MacBook oder im Dell Notebook, das wir hier auch noch haben, abschneidet. Das sind ja durchaus sehr teure Geräte, von daher die bittere Wahrheit, die zeigt euch jetzt Julian. Ja, und ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch. Er ist ziemlich gut beleuchtet, also optimale Voraussetzungen für einen Webcam-Vergleich. Habt das auf jeden Fall im Hinterkopf. Und was ihr jetzt als erstes seht, ist mein MacBook Pro 16 Zoll mit der überarbeiteten Webcam. Und ihr hört auch das integrierte Audio. Und ich würde sagen, jetzt geht's zum nächsten Kandidat. Das hier ist jetzt das Dell XPS 17, und dafür, dass dieses Notebook über 4000 Euro kostet und wir hier in den exakt gleichen Lichtverhältnissen sitzen, sieht das Ganze wirklich aus wie von einer Kartoffel gefilmt, muss man leider so sagen. Und das hier ist jetzt die Insta360 Link, und ihr hört jetzt gerade auch das integrierte Mikrofon der Webcam selbst und könnt euch schon mal einen guten Eindruck machen, gerade im Vergleich zu den gerade gezeigten Notebooks. Ich muss sagen, das, was ich jetzt hier auf meiner Vorschau sehe, da muss ich sagen, das sieht ziemlich gut aus, aber das kann Patrick jetzt ja gleich nochmal in der Post-Production genauer abchecken. Also ich muss sagen, ich war schon fast schockiert, als ich die Aufnahmen nebeneinander im Schnitt gesehen habe. Da gibt man so viel Geld für ein modernes Notebook aus und bekommt so eine schlechte Qualität ausgeworfen. Bei Dell Audio und Bild miserabel, beim MacBook hat man ja zumindest noch eine gute Audioqualität. Von daher, es ist gut, dass es externe Webcams gibt und auch so professionelle Sachen wie die Insta360 Link. Das Ganze lässt sich Insta360 aber auch sehr gut bezahlen, und das ist mein einziger echter Kritikpunkt. Rund 370 Euro soll die Link zum Marktstart kosten, und das ist echt ein gesalzener Preis und in meinen Augen einfach zu teuer. Ihr müsst euch also überlegen, ob ihr einen Anwendungsfall habt, der einen Kauf einer so teuren Webcam rechtfertigt. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, Dozenten, die oft Vorträge in der Uni halten und dabei auch getrackt werden wollen, für die könnte sich das lohnen, oder eben alle Personen, die regelmäßig Videocalls führen und dabei auch eine sehr gute Bildqualität haben möchten.
Hier seht ihr jetzt im Übrigen auch nochmal den Unterschied zwischen meiner MacBook-Kamera und der Insta360 Link bei ausgeschaltetem Licht in der Halle und runtergelassenen Rollläden. Dank des 1,5 Zoll großen Sensors in der Insta360 Link kommt die mit schlechten Lichtverhältnissen deutlich besser klar. Besonders gut gefallen haben mir aber die diversen Einstellungsmöglichkeiten in der Software. Hier kann ich zum Beispiel die Belichtung, Farbtemperatur oder die Kontraste einstellen. Schlussendlich ist die Link jedem empfohlen, der bereit ist, das nötige Kleingeld auf den Tisch zu legen und gegebenenfalls regelmäßig in Videocalls oder Online-Vorträgen zu sehen ist. Allerdings könnten auch Streamer von der Cam profitieren. So ließe sich beispielsweise in Kombination mit einem Slider etwas mehr Bewegung in ein starres Bild bekommen. Darüber hinaus kann die Person dann natürlich auch immer korrekt im Frame gehalten werden. Am Ende kann ich also sagen, die Link hat mir echt gut gefallen. Vor allem die Bildqualität, die hat es mir angetan und auch die diversen Funktionen, die die Kamera mit sich bringt, sind genial. Zum Beispiel die Gestensteuerung, die ist super praktisch. Ich kann Änderungen im Bild vornehmen, ohne sie anfassen zu müssen oder irgendwas in der Software einstellen zu müssen. Einzig und allein der Preis, der trübt das Ganze so ein bisschen. Der ist für meinen Geschmack einfach zu hoch und ich hoffe, dass der in Zukunft auch noch sinken wird, denn ich wünsche mir sehr, dass wir in einer Welt leben, in der wir in Videocalls nicht mehr alle von Pixelmatsche umgeben sind. In diesem Sinne, checkt dir gerne auf der Seite mal unsere letzten Videos aus, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.